Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest. Ja, unser guter Kelvin sammelt schon Fisch. Den hängen wir auch direkt hier wieder auf. So. Hast du noch einen? Dann gib mir noch mal zwei oder so zum Braten. Ich habe hier jetzt lange Zeit rumprobiert. Auf dem Wasser bauen ist nicht. Also man muss quasi da die Stämme drunter packen und dann hackt man die oben ab. Und ja, in dem Moment, wo man das tut, fällt man ins Wasser und schmeißt die Stämme von sich weg. Also ist das leider nicht möglich. Da vorne habe ich schon einen halben Damm gebaut mit Bruchstücken, weil das alles permanent nicht so funktioniert hat, wie ich das wollte. Herrschaftszeiten kann doch nicht sein. So, jetzt aber. Nee, ich hätte es gerne halt quer. Quer? Warte mal. Wir legen das mal ab. Wir haben die Axt in der Hand. So. Vielleicht können wir das dann besser, ja. So. Ja, einmal die Richtung hat, geht es. Oh, sie bringt schon wieder Aloe und Fisch. Dankeschön. Mhm. Machst du super. Aha. Gut, jetzt wird auch langsam ein Schuh draus. Hat Emmy hier schon irgendwo einen Fisch hingeschmissen? Nee, Stämme kann er mal wiederholen gleich. So, den schmeißen wir mal ins Feuer. Gib den Fisch. Danke, jetzt hol Stämme und Behälter füllen. Kriegst du das hin? Ich hoffe es. Sie hockt wieder hier vorne im Wasser. Alles klar. Ich gehe auch mal Stämme holen. Oh, er hat da schon einen parat. Aber das war bestimmt der von heute Nacht von mir. So. Oh, Virginia, pass bitte auf, dass ich dich nicht treffe. Die hängt echt an mir wie eine Kleidung, die Frau. Kann ich dir was geben? Errungenschaft freigeschaltet. Und sie hat jetzt auch das blaue Licht und ich kann sie unten auf der Map sehen. Cool. Nee, ich möchte jetzt nicht mitkommen. Ich möchte erst ein bisschen bauen. Ja, klasse machst du das. Bin stolz auf dich. Vielleicht so hier? Und dass wir dann da drüben ein Haus bauen, weil wie gesagt, sobald man schwimmt, kann man leider nicht auf dem Wasser bauen. Finde ich voll schade, ehrlich gesagt, aber ja. Ist halt nun mal so. Oh, wir hatten Fisch. Hatten wir nicht Fische? Jetzt schmeißt er das einfach weg. Ja, er ist verqualmt. Och nee. Naja, besser, wir haben einen Fisch im Inventar als gar keinen. Und die Schildkröte. Nein, guckt euch die Schildkröte an. Was willst du? Schildkröte, tu das nicht. Dreh um. Warum ist die Schildkröte da blutig? Den Stamm hatte ich gerade geholt, aber egal. So. Warum sind die Schildkröten alle blutig?
Oh, hier liegt noch ein Fisch. Nehmen wir den so lange. Ja, ich lasse dich schon durch. Jetzt hängst du fest. Wir müssen besser auf die Kröten aufpassen, ey. Mann. Ich kann ja auch nichts dafür, wenn die ganze Zeit ins Feuer rennen. Ich möchte ja eigentlich nicht killen. So, Fish collected. Ich nehme ihm jetzt einfach diese zwei wieder weg, die er mir hier so liebevoll eingesammelt hat. Genau das. Dann brauche ich noch einen. Oh, hier liegen auch die Beeren von ihr. Sie bringt mir auch ständig Essen. So. So wird langsam Schuh draus, weil ich glaube, ich will hier vorne gar nicht groß weiter aufbauen, weil die Stämme, die man dafür braucht, seht ihr ja selbst, sind immens. Wir gucken einfach mal. Und bis jetzt kam es ja immer eher von hier, weil wir hier den Eingang haben. Wenn wir da hinten ein Haus hinbauen und das Haus nach hinten hin nicht aufmachen, ja. Dann können sie ja rumhämmern, wie sie wollen. Wie gesagt, Strukturschaden haben wir ja aus. Das war jetzt so meine Überlegung. Guck mal, ist doch praktisch. Du brauchst gar nicht richtig durch die Tür. Guck, den Eichhörnchen gefällt es auch. So. Dann machen wir hier das nächste hin. Können wir ja eigentlich auch schon mal hier ein bisschen fällen. What the? Oh Gott, oh nein, das wollte ich nicht. Oh, der hat als erstes auf die Kröte geschlagen. Och nee, och Mann. Oh, Spiel. Nee, heb mal hier vorne hoch. Okay. Wollte ich zwar eigentlich nicht so haben, sondern eher so. Ach nee, muss ja doch, sonst können wir ja nicht weiterbauen. Genau. So. Und wenn es halt irgendwann mal verschließbare Türen oder sowas gibt, können wir hier hinten noch eine Tür machen. Dann haben wir nämlich hier direkt noch eine Tür auf dem Weg. Welche coole Sache. Ja, so machen wir das. Gehe ich d'accord mit. Aber ich würde halt, wie gesagt, auch gerne mal nochmal auf Strunz gehen. Aber ich wollte mir jetzt erstmal hier irgendwie so ein bisschen wenigstens, dass man mal ein Konzept hat. Ja. Oh. Das ist scheiße. Entschuldigung. Aber das ist Big Daddy mit Big Keule. Mich trifft die Keule einmal und ich bin. Und die Lichter gehen aus. Oh. Ins Auge. Gib mir alle meine Pfeile. Warum darf ich deine Keule nicht nehmen? Ich habe ihn schon tot. Jetzt wird es nachher richtig lustig. Wenn man den Mann gekillt hat, oh, da ist der Rest richtig sauer. Aber hey, so what? Sie werden so oder so sauer. Denke ich mir mittlerweile. Von daher. Egal. Nicht wahr, nicht? Da kommt bestimmt gleich noch die Obhut hinterher. Wie viele Pfeile haben wir noch?
19, okay, kann man eh keine neuen bauen. Sondern ein Verlust bei dem da vorne. Hey. Hast du wenigstens ein bisschen auf, dass ich dich nicht irgendwie... Du weißt schon. So, Baum, du darfst aber jetzt auch bald echt fallen, wenn es anders... Ja, danke. Baum fällt! Er fällt da hinten auch brav. War jetzt komisch. So, wir müssen aber jetzt gleich erstmal... von ihm die Stämme holen, sonst hat er nämlich das Gefühl... Oh, ups. Nee, anders. Warum will er die Sachen immer so rum? So. Nee, nee. Ich möchte sie. Ja. Wenn eins mal liegt, ist okay. So. Kelly macht da vorne sein Ding. Hört mal, ist das schief? Ist das da weiter unten wie da? Na egal, komm, Natur. So, jetzt kann Kelvin nämlich schon weitermachen, weil er denkt, das ist immer noch leer. Lalalala. Warum hat er jetzt den einen ins Wasser geschmissen? Ach, Mann. Kommt er jetzt hier raus? Ja. So. Jawohl, ja. Langsam wird ein Schuh draus. Wir können dann ja nach da und nach da schon das Haus bauen. Nach hier glaube ich nur noch in eine Richtung. Aber nach da vielleicht in zwei. Weil wir müssen jetzt natürlich einen Tick höher kommen. Ne? Das ist das Problem. Warum kommst denn du so angaloppiert? Was ist los? Warum setzt sie sich immer dahin, wo ich bauen will? Geh mal weg hier. Geh mal, du sitzt im Schla... Okay. Aha. Also brauchen wir hier vielleicht nicht immer? Gut. Gefällt dir das? Weil die Treppe nach oben gibt es ja nicht in dem Sinne, ne? Wir könnten nur, wenn wir hier... Ich bin halt so ein bisschen Bauen am Ausprobieren. Muss ja auch mal gemacht werden. Bringt uns ja alles nichts, wenn das später nicht funktioniert. Aber den nicht quer schneiden. Einmal in der Mitte doch.
Danke fürs Stöckchen. Ich will nur mal was ausprobieren. Perfekt. Da drüben, ich sehe nur die Bäume fallen, ey. Das ist so genial. So. Jetzt wartet aber mal. Genau. Ach ne, das ist so ein kurzer, den brauchen wir jetzt hier nicht. Dass wir die dann auch wieder hochstemmen können, braucht man noch Stämme. Dann können wir das ja später vielleicht auch eins weiter nach hinten machen. So, ich will halt nur nicht, dass... Kann man das hier noch hoch machen? Nee, ne? Ah, vielleicht kann man es später nochmal wegbauen. Das Wegbauen geht tatsächlich einfacher als das Hinbauen. Von daher... What? Aha! Also ihr kriegt schon mit, wie ich das vorhab, ja? So, wenn wir jetzt nämlich hier noch so einen Querbaum haben. Kelvin denkt so, das kann doch gar nicht sein. Ich schleppe Bäume ran, die sind jedes Mal wieder weg. Was macht die Alte da? So. Ja, das gefällt mir schon ganz gut so. Man muss halt so ein bisschen rumprobieren. Kann ich den hier irgendwo herstellen? Genau. Dass wir den erstmal hinstellen, für den Fall, dass wir den später nochmal brauchen. Wir pflügen uns mal hier durch. Der muss noch weg. So. Baumfeld. Da haben wir halt jetzt mal zwei Baufolgen. Aber es baut sich ja auch nicht von alleine. Von daher, was ist, wenn ich den jetzt schon wegnehme? Aha. Aha. Dann müssen wir das alles nur auffüllen. Und das machen wir dann hier oben genauso. Finde ich gut. Waren das nur noch zwei? Ach ne, hinten liegen noch zwei. Ich wollte gerade sagen, war noch so ein großer Baum. Das kann doch nicht sein. Oh. Oh. Obwohl das auch nicht schlecht wäre. Wartet mal. Als Aufgang nach hier hinten. Hier ist ja was drunter.
Ja, wartet mal. Oh, man kann sich wieder einen Baum zusammenbauen. Ach, das geht jetzt nicht. Ach, wie blöd. Aber das geht. Nee, ja, noch drei, oh Gott. Hi, Virginia. Ich kann gerade nicht. Hahaha. Ausgetrickst. Das ist halt jetzt wirklich nur der Grundrahmen, ne, den wir hier bauen. Er schafft noch schön Holz ran, das ist gut. Sturm kommt. Das Blöde ist aber auch, der Winter kommt, ne? Machst du toll, Kelvin, machst du toll. Macht er wirklich toll, also. Kann man nicht anders sagen. So, jetzt ist halt die Frage, machen wir hier hinten eher so ein längliches Haus, dass wir hier noch weitergehen? Die Frage ist halt auch, wie groß muss ein Haus sein? Wisst ihr, wie viele Stämme wir brauchen, um alleine das auszufüllen? Das Problem ist, das liegt dann da so. Also hier können wir nicht noch was hinbauen. Hier schon, aber nur eins. Hier geht's nicht. Aber da, ich bin jetzt so ein bisschen am Probieren, ob wir nicht hier noch in die Breite können. Aber so wie es aussieht, nein, auch nicht. Ja, dann müssen wir nach hinten. Nichts anderes macht Sinn. Hatten wir jetzt hinten noch was oder nicht? Nee. Okidoki. Habe ich wieder irgendwas gekillt? Nee, ich dachte schon. Ich dachte schon. So, die Folge machen wir jetzt auch nicht mehr ganz so lange. Näher ran. Ah, du solltest nicht in die Richtung fallen. Da liegen da jetzt bestimmt da oben Stämme, oder? Ja. Naja. Erstmal die Dinger wegmachen, weil ich nicht möchte, dass hier noch Bäume nachwachsen. Ich weiß nicht, wie sich's verhält, ob die überhaupt nachwachsen. Oder nicht. Kann da die nicht wegnehmen. Dass wir das alles quer machen? Ja, das sollte gehen. Und dann so quer auffüllen? Dann kann man nämlich alle Querstreben wegmachen.
Das hält? Oh, sie bringt schon wieder Aloe. Ey, du bist ein Schatz heute. Danke. Du bist ein Schatz, bist du ein Schatz. Ich suche überall Aloe. Ja, du bist super. Ich würde dir auch gerne einen Daumen nach oben geben, Schätzchen. So, setz mal den nämlich so. Und den nehmen wir raus. Ja, guckt mal. So muss das. So. Ach, sie tanzt. Sie tanzt gerne. Sie tanzt gerne und sie tanzt viel. So. Jawohl. Und so würde ich das tatsächlich erstmal lassen. Als Grundriss. Dann haben wir halt ein langes, schmales Haus. Aber besser wie nichts. Hier liegt auch noch ein Ast. Wo liegen hier immer Äste überall? Können wir uns die nicht hier irgendwie runterschieben? Oh ne, wir können uns die aber runterschmeißen. Haben wir Besuch da drüben? Kelvin. Hast du voll? Perfekt. Hast du super gemacht. Hast du super gemacht. Oh nein, ach. Nee, wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte, warte. Warum kann man ihm nicht direkt wieder einen Befehl geben? Bleib hier bei der Unterkunft. Mhm. Ihr zwei seid mir ein Pärchen, ey, Mann, oh Mann. So. Aber wir haben keinen Besuch. Genau. Ich glaube, das ist nämlich auch besser mit dem Reinlegen. Dann ist er nämlich nicht so verwirrt. Wisst ihr? Wisst ihr? Das machen wir auch mal weg hier. Braucht kein Mensch. Irgendwann habe ich auch wieder Steine voll. So. Aber das gefällt mir schon ganz gut. Genau. Guck, Kelvin ruht sich aus. Recht hast du, Junge. Hast du dir verdient. Ja. Und dann machen wir da hinten außenrum rundherum zu. Wenn sie versuchen, hier vorne herzukommen. Ja, müssen wir gucken. Schauen wir mal. Aber ich finde, es wird langsam. Bin ich Fan von. Gefällt. Hast du ein bisschen auf dich auf, Virginia? Gut. Ja, nur, dass er auf dich aufpasst. Mehr will ich ja gar nicht. Die Frage ist halt, ob wir in die Schräge überhaupt was reinstellen können später, aber das sehen wir ja dann. Wenn man einen schrägen Stockhalter oder irgendwas da hinstellen, dann ist das halt so. Man muss ja da keinen Stuhl hinstellen. Waren das nur die zwei Äste oder habe ich schon vier? Euch gefällt es hier irgendwie, kann das sein? Gut, mir auch. Folge ist vorbei. Waren halt jetzt doch zwei Baufolgen, aber sonst kommen wir ja nie weiter, weil da vorne ist es doch schon ein bisschen beengt, so auf Dauer. Von daher würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Eure Shazadi. Ciao, ciao.